ich habe einen Preis gehabt, aber wenn ich jetzt daran denke, was der Preis irgendwo zwischen 2000 und 10.000 Mark war, dann hat man uns eigentlich doch ziemlich billig verkauft, nicht? Es war ja so eine Welle und so ein Drang für also Ausreisen, sodass kein anderer Ausweg uns geblieben ist. Sind dann verschwunden im Innenspiegel und konnte ich dann beobachten, wie meine Mutter auf der Straße vorm Haus zusammenbrach, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie lag auf der Erde und ich konnte nicht zurück. Das ist der Kauf von Freiheit. Ich kenne keinen Präzedenzfall, kenne keinen Fall in der Geschichte. Ich glaube, dieser Vorgang ist seiner Art und seinem Umfang nach einmalig. Es gab ja auch Beträge in Millionenhöhe. Und ich habe eine Waffe, die ich dann auch mitführte. Die inoffiziellen Gespräche, die würde ich mal mit etwa 1000 Begegnungen bezeichnen. Die offiziellen Gespräche waren es 313. Das ist natürlich kein gutes Gefühl, wenn man Teil eines Geschäftes ist. Der Wille, in Freiheit zu leben, war eben doch stärker